Hi, ich bin Ellen vom Projekt Klima-OER. Wir möchten euch heute was über digitale Barrierefreiheit erzählen und das übergeordnete Thema dazu ist Inklusion. Dabei kennt ihr sicherlich die Integration, die bedeutet, dass sich Personen an Strukturen anpassen müssen. Die Inklusion ist genau gegenteilig, denn dort müssen sich die Strukturen den Personen und deren Bedürfnissen anpassen. Nun stellt sich die Frage, wem hilft digitale Barrierefreiheit? Erstmal hilft es jedem, denn wenn eine Internetseite gut orientiert aufgebaut ist, finden sich alle Menschen dort gut zurecht und können den Inhalt wesentlich besser aufnehmen. Andererseits gibt es eben Personen, für die ist es relevanter, da sie bestimmte Bedarfe haben. Da möchte ich auf einen Aspekt eingehen, und zwar blinde Menschen, denn wir wollen ja die Formeln betrachten und die sind eben visuell einmal sichtbar und für blinde Menschen eben nicht. Wie setzen wir das nun konkret um, dass Blinde und Sehbehinderte auch alle Inhalte wahrnehmen können? Wenn wir Informationen haben, die durch Farben gekennzeichnet sind, sollten die immer noch extra durch zum Beispiel Symbole gekennzeichnet werden. Dies seht ihr im ersten Beispiel. Darunter seht ihr einen kleinen Schriftzug, der einfach kaum lesbar ist, weil eben der Kontrast der Farben nicht gegeben ist, nicht groß genug ist. Im nächsten Beispiel seht ihr drei verschiedene Schriften. Da ist es wichtig, dass keine verschnörkelten Schriften und Schriften mit Serifen benutzt werden, denn die sind nicht allgemein gültig lesbar. Und die erste Schrift Calibri ist die Standardschrift, die man benutzen sollte. Genauso ist es wichtig, dass Texte immer mit sinnvollen Überschriften markiert sind und auch Unterüberschriften, dass man sich gut durch Texte finden kann. Als drittes haben wir natürlich Bilder und Fotos, die offensichtlich nicht sichtbar sind für Blinde. Da ist es wichtig, dass ein Alttext hinterlegt wird, also ein Alternativtext, wo einmal enthalten sein sollte, was das ist, also ein Foto, eine Grafik, eine Zeichnung und dann ganz kurz der Inhalt des Bildes ohne eine Interpretation. Was euch bei der Umsetzung von digitaler Barrierefreiheit helfen kann, ist das PUR-Prinzip. Die Wahrnehmbarkeit ist dabei der erste Punkt. Das bedeutet, dass jeder Inhalt mit dem Zwei-Sinne-Prinzip wahrnehmbar sein sollte. Der zweite Punkt wäre die Bedienbarkeit, das heißt, dass Seiten gut strukturiert sind, damit man sich ganz einfach dadurch navigieren kann. Als nächstes haben wir die Verständlichkeit. Dabei ist es wichtig, dass Texte in einfacher Sprache wiedergegeben werden, sodass jeder den Inhalt auch gut aufnehmen kann. Als letztes haben wir die Robustheit. Das bedeutet, dass assistive Technologien den Inhalt auch wiedergeben können. Da wir im Bereich Meteorologie OER-Inhalte erstellen, sind wir sehr schnell auf das Thema der Formeln gestoßen und wie stellen wir diese digital barrierefrei dar. Hier seht ihr ein Beispiel von einer noch nicht mal sehr langen Formel und die Umsetzung davon. Einmal haben wir die Möglichkeit, das mit LaTeX umzusetzen. Dabei haben wir einen relativ kurzen Formelcode, den man allerdings auch erlernen muss. Die Sprache muss man erlernen. Das Problem dabei ist, dass dieser Code im Hintergrund angezeigt wird, von assistiven Technologien wahrgenommen wird, allerdings nicht immer zuverlässig richtig so, dass man es versteht, wiedergegeben wird. Das Schöne daran ist eben, dass man sofort eine schöne Formel erhält. Die zweite Möglichkeit wäre, mit MathML eine Formel darzustellen. Wie ihr seht, ist der Code unglaublich lang und wieder eine Codesprache, die man erlernen muss. Positiv dabei ist es HTML-basiert, das heißt auf Internetseiten sehr gut integrierbar und dementsprechend die Darstellung, genauso wie mit LaTeX, eine sehr schöne für Sehende. Das weitere Problem dabei ist allerdings auch, dass das von den assistiven Technologien nicht immer gut wahrgenommen wird, ausgegeben wird. Die dritte Möglichkeit wäre, ein Bild der Formel darzustellen. Das kann man mit einem Programm seiner Wahl machen. Allerdings sollte man da immer einen Alternativtext hinterlegen. Dieser kann dann so dargestellt werden, wie man ihn auch lesen, also wie man die Formel auch lesen würde. Das macht man entweder händisch oder mit ChatGPT zum Beispiel. Der Nachteil dabei ist, dass man, wenn man längere Formeln hat, entweder einzelne Bilder in seine Seite reinpackt. Die Formatierung ist sehr aufwendig, dann alles
zu einem schönen Bild zu bekommen. Und wenn man das in einem auf die Seite druckt und eine lange Formel hat, muss man den Alttext am besten in einem extra Dokument hinterlegen, weil der einfach viel zu lang wird. In unserem Projekt arbeiten wir mit H5P-Elementen, die wir in Moodle einbinden. Dabei sollen unsere Formeln natürlich digital barrierefrei sein.